Hallo Leute, Exhumed hier wieder mit einer neuen Folge Santa Primal. Nein, kleiner Scherz meinerseits. Nein, Ark Survival Evolved. Genau. Und ich habe hier gerade die Aufnahme gestartet, weil hier war gerade ein Raptor in der Nähe, der meine Basis angegriffen hat. Und ja, ich habe hier schnell mal noch Pfeile gequiftet. Und ich habe Tatsache noch geschafft, K.O. zu hauen. Unglaublich. Der ist weggerannt von der Basis und ist hier K.O. dann umgefallen. So, Fleisch hab ich noch, okay. Dann packen wir ihm mal Fleisch rein. Beide waren nämlich Level 68, glaube ich. Ja, 68, coole Sache. Ey, endlich ein Raptor, unglaublich. Hier hinten ist ein Dilo. Was für ein Level hast du? Oh, Level 72. Okay, dann probieren wir den auch noch. Zwei Tiere auf einmal ziehen. Unglaublich. Okay. Stimmt, vielleicht habe ich ja noch. So, drei, denke ich mal, sollten reichen. Ich hoffe nur, dass jetzt hier nichts in der Nähe ist. Dass das hier zu Problemen führen könnte, eventuell. Aber er hat schon mal gefressen, einmal. Plus 33 Level, das wäre richtig geil. Mann, oh Mann, ey, da hätte ich erst den richtig geilen Raptor. Mit den roten Federn sieht der auch ja nicht mehr so schlecht aus. Ein Männchen. Ich dachte schon irgendwie, keine Ahnung, als er angegriffen hat, der hat hier Gott sei Dank die Basis angegriffen und nicht meine Dilos. Sonst wären die instant tot gewesen. Und dann ist er weggerannt. Jetzt hat er gerade gefressen. Und dann dachte ich, scheiße, jetzt musst du noch schnell hinterher irgendwie gucken, aber das war so neblig halt gerade. Ja. Und dann liegt der hier einfach. Coole Nummer. Jawohl, jawohl. Ach, da freut mich ja. Endlich ein Raptor. Okay, der schläft auch noch schön. Muss mal keine Narkobären füttern. Zwangsweise. Ach, ist das geil. Kann ich ja schon mal Sattel herstellen dann. Mal gucken, habe ich so viel Leder gehabt? Habt ihr Sattel? Wo ist der? Mal die restlichen Pfeile herstellen. Bin in der ganzen Eile mich gar nicht dazu gekommen. Miau. Knurrt er wie so eine Katze. Okay, Dilo haben wir. Und wie gehabt, neuer Dilo. Ihr könnt einen Namen vergeben wieder, wenn ihr wollt. Wir haben mittlerweile drei Dilos. So, der ging ja ein bisschen fix, weil wir haben ein bisschen das Zähmen beschleunigt. So, auf zwei oder drei, glaube ich. Eins ist halt normal. So, pfeifen wir mal neutral die Viecher. Ich glaube, ich brauche dem Raptor gar nicht mal Narkobären verfüttern. Das klappt auch so mit dem hier. Mal ein Screenshot mal, sieht so richtig cool aus hier, wie der hier rumliegt. So, das machen wir. Schönen Screenshot. 3840 Auflösung. 4K. Super. Und wir haben schon wieder ein Level up. Ich muss ehrlich sagen, der Raptor ist mir eigentlich dazwischen gekommen. Ich bin jetzt hier Level 46. 190 Punkte wieder. Ich wollte mich eigentlich da hinten hin. Da war ein lila Beam. Und ich bin ja nun gerade Level 45 geworden. Aber irgendwie bin ich dazu jetzt nicht gekommen, weil der Raptor angegriffen hat. Aber finde ich besser. Lila Beam kann man immer noch einsammeln. Wie sieht es mittlerweile eigentlich aus? Mit dem Bart. Oh mein Gott, das ist sehr lang. Ich glaube, der müsste mal so langsam geschnitten werden. Aber dazu müsste ich erstmal diese Schere da herstellen und da brauche ich ein bisschen Metall. Das habe ich alles noch nicht. Hat ja netterweise so ein bisschen höherstufigen Raptor, die Metallpike und Metallachse gefunden. Die immer noch halten. Okay, dann kann ich die Narkobären hier rausnehmen.
Die braucht er dann doch nicht mehr. Oh Mann, ist das geil, Alter. Endlich ein Raptor. Level 68 plus 33 Level. Der kann sich schon mal sehen lassen. Nicht der beste Raptor, aber immerhin. Die gluckern mal so schön, wenn sie schnarchen. Ja, dann werde ich ja mal gleich einen Sattel herstellen, wenn der fertig ist. So, beim Geschlecht, ich weiß gar nicht, haben wir eigentlich hier nur... Ja, wir haben nur weibliche, okay. Also müsst ihr den, wenn ihr den Namen geben wollt, weibliche Namen von Frotte. Sonst passt das nicht wirklich. Aber dann muss ich unbedingt auch mal einen männlichen ziehen, weil irgendwie... Der 106er wäre nicht schlecht hier. Vom Pan irgendwie geeignet vielleicht. Mal gucken, was hat der für Stats. Gesundheit 443, Ausdauer 260, Sauerstoff 270, Nahrung relativ hoch. Nahkampfschaden 618, oh, der ist schon mal nicht schlecht. Da ist er! Der Chicke Raptor, yippie-yay-ye. Direkt mal einen Screenshot machen. Oh, ich freue mich gerade so. Geil, 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 geil. Raptorlinchen, komm mal mit hier. Wo ist er? Kein weiblicher. Schick, 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 schick. Stimmt, ich wollte mal gucken, was für Werte hast du denn überhaupt? 841,3 Gesundheit, 375 Ausdauer, Sauerstoff 390, Nahrung 2520. Gewicht hat er 170, relativ wenig. Nahkampfschaden, ja, ist schon nicht schlecht. Bewegungsgeschwindigkeit 120, okay. Ganz normales Satz, nicht so wirklich außergewöhnlich, aber... Mein Gott, ist ein Raptor. Unser erster. Ist der hinten noch der lila Beam? Ich weiß gar nicht. Nee, das ist ein weißer. Okay. So, dann, obwohl es ein bisschen neblig ist, ich kann euch ja gleich nochmal die Basis zeigen, weil ich habe nämlich ein bisschen weiter gebaut. Wie ich gesagt habe, ich habe hier eine Schleuse eingebaut. Da war ich wohl gerade dabei, sie ein bisschen weiter zu bauen, als hier dieser Raptor da auf einmal ankam. So. Du folgst mir mal, kurz mal nicht, Folgen deaktivieren, genau. Ja. Jetzt komme ich gar nicht hier durch. Ja, denn der Plan ist nicht eigentlich, falls man mal in der Nähe was zähmen möchte oder einfach mal jetzt, ja, in Sicherheit rennen will. Habe ich hier zwei Türen. Und oben natürlich noch zumachen und hier auch noch. Hier werde ich aber Fenster einbauen, dass ich hier dann naja, von hier aus schießen kann, falls hier irgendwie Dino hier drin gefangen ist in dem Raum. Und hier ist mal notfalls ein Ausgang. Ich denke mal, ist das eine gute Idee. Und ansonsten habe ich halt, wie ihr seht, hier oben die die Zwischendecke schon mal fast komplett drinnen. Hab hier oben, da muss ich noch mal das mal ändern mit dem Dach. Einen Ausgang ist normal, hatten wir schon. Und hier der zweite Ausgang, wo das gleiche nochmal gemacht wird mit der Schleuse wie hier. Komme ich rein, habe meine ganzen Schränke zur Verfügung direkt vor der Nase, ist alles ein bisschen optimiert. Hier ist noch ein Fenster zum Rausgucken, falls man gucken will, wie draußen Wetter ist, so wie jetzt gerade neblig. Und ja, ich werde hier oben die Wände noch hochziehen, dann halt natürlich das klare Dach noch beenden und dann ist das Haus hier quasi schon erstmal fertig. Das ist gar nicht mal so schlecht für den Anfang, würde ich sagen. Zumal der Platz hier relativ groß ist, ich kann hier nämlich den, ich werde mal hochscrollen, dann seht ihr das ein bisschen besser, hier kann man einen schönen Triceratops drin parken. Ja, von der Größe her passt ja dann genau hier rein. Sieht ziemlich groß aus, aber eigentlich, naja, der ist schon ziemlich lang und breit. Der hat hier gerade so drin Platz halt. Drei Meter langes oder drei Fundamente breites Parkplatz quasi. War so die Idee dahinter. So, jetzt mache ich aber erstmal das, was ich machen wollte.
Und zwar ein Raptor-Sattel bauen. Ein Raptor-Sattel. Ich weiß gar nicht, ging das noch im Inventar oder muss man schon... Okay, da geht's. Denn einige Sättel muss man mich... Kann man nicht im Inventar herstellen. Holz brauche ich. Ich brauche Holz. Habe ich Holz? Ich habe kein Holz. Gucken wir mal hier nochmal. Nein. Okay, da ist auch noch leer. Gut, das heißt, Holz sammeln. Irgendwo Holz. Da. Achso, geht nicht, weil mit dem Screenshot immer, da geht die Alt-Taste, beziehungsweise da gehen die Tasten nicht, da muss ich mal erst Alt drücken. Weil man mit Alt F2 die Nvidia-Dings anmacht. Insel. Da ist schon wieder so ein Pelagornis. Nee, das ist ein anderer. So, Raptor-Sattel. Der erste. Juhu. Zack. Gibt noch schöne Erfahrungspunkte gleich. Und da haben wir den Raptor-Sattel im Inventar. Oh, freue ich mich jetzt mit dem mal Ausritt zu machen. Werde mir auf jeden Fall noch einen zweiten Raptor besorgen müssen. Denn einer alleine ist ein bisschen tricky immer. Kommt immer darauf an, wie hoch die Gegner sind. Aber Raptor Level 100 ist schon mal nicht verkehrt. So, drauf zugreifen. Und Sattel drauf. Jawohl. Mal Tat ausblenden, sieht es ein bisschen hübscher aus. Sieht das nicht stark aus? Geil. Absolut geil. Raptor, ich liebe Raptor. Raptor sind echt genial in dem Spiel hier. Sie sind schnell, die sind, können springen, die können angreifen, richtig böse, die können Fleisch sammeln, Ressourcen, alles Mögliche. Ja, ein richtig gutes Farmtier. Optimal. So, als erstes werden wir mal Lebensenergie ein bisschen pushen. Da freut er sich wie Bolle, der Typ. Herrlich. So, dann muss ich mal ein bisschen was herstellen hier. Ein bisschen Fleisch braten. Wie hat der noch drinnen? Okay. Dann nehmen wir mal ein bisschen was raus, weil der sammelt sowieso gleich wieder relativ viel schnell Fleisch zusammen. Das werden wir mal euch reinpacken. Weil die blamen an mich jetzt hier. Ich werde dann mal gleich einen kleinen Ausritt machen mit dem Raptor hier kurz. Mal gucken, was wir so an Tierchen töten können. Auf jeden Fall werde ich mal die Narcotics mal wieder wegpacken, nicht dass ich die verliere. So, einmal Narkotik herstellen. Mehr Bären habe ich leider momentan nicht. Der freut sich auch. Manchmal macht er so ein, ja, ein Salto. So. Jetzt kann man auch mal unser Hunger wieder stillen. Eigentlich wollte ich mir noch den Schrank entstellen. Na komm. Was ist das? Ja. Bisschen, okay, da ist eine Lücke bei dem einen. Na egal, macht nichts. Nicht so wild. So, dann packen wir mal den Kram weg, was wir nicht brauchen. Nicht, dass wir wieder Sachen verlieren, die wir eigentlich behalten wollen. Alle Tiere in die Kiste packen. Auch das Leder kann weg. Das brauchen wir auch momentan nicht. Holz kann auch hier rein erstmal. So, das kann weg. Okay. Du bist der Einzige, der folgen darf.
Und Verhalten machen wir auf neutral. So. Alles klar. Gut. Funktioniert. Tür zu. Noch ein bisschen Fleisch mitnehmen hier. Echt cool. Also ein Raptor. Raptor ist schon mal chicken. Und da fällt mir gerade ein. Habe ich nicht für den Raptor irgendwie so Sattelspitzen? Mal gucken, was war denn das hier? Ach nee, das ist ein Ravager-Sattel. Okay. Das war für den Morella-Tops, glaube ich. Nee, Tony Dragon. Achso, das war für den anderen. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, yippie-yay, Ausritt. Gehen wir mal da lang. Und da war er schon tot. So, schon hat er ein bisschen Holz, sag ich schon, ein bisschen Fleisch gesammelt und sogar Leder. Gucken wir, der war durch Level 8, ja. Mach weiter, mach. Einfach angreifen. Jawohl. Das ging schnell. So, Liebesenergie. So ist die Dinger sind. Das ist so cool. Was für ein Level hast du? Level 20. Wenn man erstmal einen Raptor hat, ich will nicht sagen, man ist OP, aber das kommt dem relativ nahe. Die Viecher sind schon unglaublich. So, da hinten liegt noch irgendwie eine alte Leiche vor mir rum. Das musste hier der Brunto sein aus der ersten Folge. Darum. Okay, Moschus. Hier sind die Trodons. Okay. Einer zumindest. Da ist ein zweiter. Nee, das ist ein anderer. Das sind die Viecher, die eine Nacht hier in einer Folge mit den rotleuchtenden Augen hier unterwegs waren, wo ich dann durchs Wasser gegangen bin. Ich weiß jetzt nicht, ob hier noch die anderen da sind. Ich denke mal eigentlich ja. Die Trodons, die müsste ich eigentlich versuchen mal zu töten. Ne? Die sind unglaublich aggressiv, die Viecher. Okay. Cool. Habt ihr gesehen, wie schnell die sind? Wie viel Lebensenergie haben die gekostet? Eigentlich gar nichts. Haben wir echt gut gehabt. Gucken, ob hier noch die anderen sind. Zwei Dinos? Level 20. Level 64, ich hoffe, wir auch machen. Und noch ein Level 12. Ja. 64 hätte ich eigentlich mitnehmen können. Aber war okay. Das hat uns natürlich blind gemacht. Oh, was mir. Ein Ichthyosaurus einfach gestrandet? Ich denke, das funktioniert gar nicht mehr. Okay. Ein Delfin gestrandet. Soll eigentlich nicht mehr funktionieren, aber irgendwie... okay. Müll drin. Oh, guckt mal, was ich gefunden habe. Ja, Herz hier freut sich auch. Guckt mal. Da steht noch mein Dino rum.
Ist ja unglaublich. Und eine Leiche von mir. Okay. Tatsache. Weil ich bin nämlich nicht mehr hingekommen. Und hier liegt tatsächlich noch mal eine Leiche rum. Ist ja unglaublich. Dann nehmen wir doch mal ein bisschen was mit, was wir noch brauchen können. Und bauen uns mal selber ab. Ist auch cool. Komm mal mit. Da lebt er ja noch. Ist ja ein Ding. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Unser erster Dilo. Unglaublich. Und der hat nur so viel schönes Leder. Das war ja, als ich hier dieses Leder alles safen wollte, aber irgendwie nicht mehr dazu kam. Werde ich mal umsortieren. Mal vorsichtig selber. Weil der ja nicht so viel Lebensenergie hat. Und das mal lieber im Raptor reinpacken. Der kann ein bisschen mehr tragen. Ja, cool. Nicht schlecht. So, meine Lieben. Bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, wenn nicht, dann lasst einen Daumen nach oben, unten da, wie auch immer. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wie heißt, Exhumed ist oder X in Ark Survival Evolved. Ciao, ciao.